Zeit ist etwas sehr Wichtiges.
Ist er in einem Wie spirituell? Sei es im spirituellen Leben? Ist er in einem Wie normal? Oder auch im normalen Leben? Dango ist er loco ya mutuya. Zeit ist etwas sehr Wichtiges. Ist er in einem Musala? In der Arbeit? Tolo ba in Singili to send a capitan. Wir nutzen die Zeit. Akapik bisu katina lingomba. Auch in der Gemeinde. To send a capitan. Wir nutzen die Zeit. Tolo ba dango. Zeit ist etwas Wichtiges in einem Christen oder auch einem, der nicht gläubt. Wir werden über die Zeit etwas lernen. Warum hat Gott darüber gesprochen? Und auch wenn du in der Bibel bist, viele Diener Gottes haben über die Zeit gesprochen. Ich habe in Ecclesias. Ja, Sprüche. Ich bin noch so weit. Ja, Das ist Samuel. Okay, Samuel, das ist Samuel, bitte. Tango. Es sind wir zu sein, da? Tango. Ich bin noch ein Sprüche, komm, der ist das Mal. Mach Sprüche. Ja. Alléluia. Dodge, nani na français na lingala, dodge pas na makamunani. Alléluia. Awa likambo ya mutuya to inkolo bila pona tango. Likambo ya tango eze likambo ya mutuya. Especially über die Zeit und die Zeit ist etwas Wichtiges. To ino motela likambo na Ecclesias to mosakoli. Wir haben im Prediger wenn wir lesen. Alobina Musakuli chapitre 3. Er spricht in Prediger 3. Verset 1 bis 2. Wir werden über die Zeit etwas lernen. Je lis au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Alléluia. Mama tanga na verset 1 alobini. Eloko nyonso ezalaka na tango na yango. Awa na mokili, eloko nyonso ezalaka na tango na yango. Likambo na likambo ezalaka na tango na yango. Alléluia. Awa Musa kulazuka na bisuli kambo ya tango. Hier spricht man über die Zeit. Alobini kambo na likambo ezali na tango na yango. Alles auf dieser Welt hat seine Zeit. Tango ya kobota mezali. Geboren zu werden, hat seine Zeit. Zu sterben hat seine Zeit. Zu pflanzen hat seine Zeit. Und auszureisen. Letzten Sonntag habe ich darüber auch geredet, über die Zeit. Es gibt die Zeit, geboren zu werden. Und Gott hat mir das wirklich zu Herzen gelegt. Die Kinder Gottes. Wir schauen uns immer die Zeit an, wo wir neu geboren wurden in Christus. Als wir Jesus Christus angenommen haben. Und sind neu geboren. Neue Menschen geworden. Halleluja. Amen. Die Kinder Gottes. Unsere Zeit, die wir uns angucken, wo man Jesus anbetet, als dein Retter, du wirst getauft, und du wirst ein neuer Mensch. Oh, Halleluja. Amen. Du bist mit Jesus gestorben, du bist mit Jesus auferstanden. Die Zeit des Sterbens. Wenn man sagt, die Zeit des Sterbens, viele nehmen das als etwas Schlechtes. Bei den Kindern Gottes, wenn du stirbst, sagt die, dann schläfst du. Oh, Halleluja. Aber da sagt man die Zeit des Sterbens. Und das, was ich letzten Sonntag gesagt habe, die Kinder Gottes, wir sterben Na molimo. Wir
Wir sterben als erstes. Geister. Wenn du im Geiste gestorben bist, dann ist es vorbei. Aber wenn du nur durch den Körper, aber dein Geist ist noch am Leben, dann danke dem Herrn. Halleluja. Weil man sagt, das ist Haut. Das wird sterben, aber dass die Seele nicht stirbt. Und in dieser Zeit, in der wir in der wir gelangt sind, ist sehr schwer. Warum sage ich, diese Zeit ist eine schwere Zeit? Es gibt viele Menschen, die sterben nicht körperlich, sondern im Geiste sterben. In dieser Zeit, die wir angelangt sind, ich habe es gesagt, es ist sehr, sehr schwer. Wenn du kein Kind Gottes bist, dann ist es vorbei. Weil der Teufel, er bringt den Tod. Und nicht einfach so. Er kommt, um den Geist zu töten. Wir sind gut geboren. Wir sind Kinder Gottes. Aber was sehr wichtig ist, dass wir wissen, wenn dein Geist tot ist, dann wirst du nicht mehr schlafen. Und dann wird sich dieses Vers nicht erfüllen. Weil wenn jemand gestorben ist, wird er schläft er. Aber wenn er im Geiste gestorben ist, dann bist du doch nicht. Dann ist es vorbei. Es gibt eine Zeit des Pflanzen. Jetzt ist die Zeit des Pflanzens. Oh, Halleluja. Das ist die Zeit, wo man wissen muss, das wirklich ist jetzt ein Kind Gottes. Die Zeit des Pflanzens ist jetzt. Was werden wir pflanzen? Als Kinder Gottes, die wir sind. Was werden wir pflanzen? Das Wort Gottes. Oh, Halleluja. Das Wichtige, was wir einpflanzen, ist das Wort Gottes. Und es soll in uns sein. Es gibt die Zeit des Ausreißen. Was wirst du ausreißen? Du pflanzt etwas ein. Und das wirst du auch ernten. Was hast du? Oh, Halleluja! Was hast du in dein Leben eingepflanzt? Wenn du Tod in dein Leben eingepflanzt hast, dann wirst du auch Tod ernten. Wenn du dein Leben in dein Leben einpflanzt, dann wirst du aber in dein Leben. Was hast du eingepflanzt? Hast du Corona eingepflanzt? Dann wirst du auch Halleluja! Malaria. Hast du Malaria? Dann wirst du auch Malaria. Halleluja! Das, was du eingepflanzt hast, das wirst du auch ernten. Aber wir als Kinder Gottes in dieser Zeit müssen wir wissen, in dieser Zeit, die wir anschauen, der Teufel, er hat etwas der Teufel hat uns in eine Situation gebracht. Ich hatte einen Bischof, ja? Der hat geweint. Warum weint dieser Priester? Wie hat man uns die Autorität genommen, sagt er? Als Christen, die wir sind, ihr habt die Autorität. Aber jetzt habt ihr keine Autorität mehr. Warum? Wegen dieser Krankheit hat die Autorität der Christen genommen. Die Christen akzeptieren alles. Das ist jetzt ein
Es ist eine sehr schlechte Zeit. Weil Christo, die Christen, weil was sind sie Autorität? Sie haben keine Autorität mehr. Und der Priester sagt, wir hatten eine Autorität, die man uns gegeben hat. Über Krankheit. Über den Tod. Aber heute hat diese Autorität verloren. Halleluja. Weil Christen, in diesem Zeit haben unsere Autorität verloren. Wenn Jesus jetzt kommen würde, ich wüsste nicht, wie viele Menschen in den Himmel kommen würden. Halleluja! Weil die Autorität verloren. Jesus sagt, ich gebe euch die Autorität über die Krankheit, über das Sterben, über Probleme. Ich gebe euch die Autorität. Aber in dieser Zeit, wir haben keine Autorität. Es gibt keine Autorität. Du rennst weg von deinen Mitmenschen, um sogar Hallo zu sagen. Der Priester sagte, wisst ihr nicht, dass dieses Hallo sagen nicht gut ist? Halleluja! Der Priester sagte, nur so machen. Es ist schlecht. Aber in dieser Zeit, die Christen, unsere Autorität verloren. Autorität, als Christen, die Christen haben wir nicht mehr. Um zu sagen, du Krankheit, im Namen Jesu, heute, sei ruhig. Ja, sei ruhig. Und die Krankheit wird auch verschwinden. Man hat uns ein Recht, ein Gesetz gegeben. Ein Gesetz. Ihr könnt nicht mehr als 20 Leute in der Gemeinde sein. Und wir lachen. Ihr könnt nicht mehr als 30 sein. Klante in der Kirche. Nicht mehr als 30. Wir können nicht mehr als 30 sein. Warum nehmen wir die Autorität? Halleluja! Warum nehmen wir nicht die Autorität? Als Christen, die wir nehmen. Warum nehmen wir nicht die Autorität? Um zu sagen, Gott, seid gut, haben wir so eine Autorität. Ihr solltet nie vergessen,
Amen.
Habakkuk chapitre 1, 2, na verset 1. Maman, prêche aujourd'hui. Chapitre 2. Verset 1. 2-1. 2-1. Ngai na tikali bobele kozela na likolo ya mire lokola mokengeli pona kotala mpe koyoka eloko akoyebisa ngai mpe ndenge akopesa ngai eyano na kolela na ngai. Haleluya! Oyo Habakkuk. This is Habakkuk. Alobi ngai. Exacte ish. Na tikali ya kotelema. Ish about it. Ya na likolo ya mire. Of the of the Stadtmauer. Na tala nzambe. Damit ich auf. Eloko ni ya kosala ko moyi na ngai. But in my name tun wird. Habakkuk amoni pasi ni kimingi. Habakkuk had to make this this schmerz. Amoni moni yoko ni kimingi. As it is a devant. Amoni pasi ni mbe ma kufanse. As it is the böse mensch voranschreit. Arbeite. Und er sagte nein. Na tala ni likolo ya mire. Ich warte auf die Stadtmauer. Lokola mokengeli. Wie ein Wächter. Na zani kozela. Und ich warte. Nzambe ya bisa biso. Does God uns help? Can that God in dieser Zeit so we can kill him in the corner of a cook? Then we need to have a cook. So we have a sincerity. Then sind wir keine sincerity. Mama, who are you? Sentiment. Wächter? Wächter. Yeah, Wächter. Yeah. Who are you kidding, Maka? Ein Wächter, der wacht. Pour la cause, la tombe. Zu warten, bis der Tag anbricht. Who are you sentiment, Maka? Kennt ihr ein Wächter? Die Nacht für ihn ist schwer. Aber wenn der Tag dann anbricht, dann freut er sich. Und auch wir, in dieser Zeit, es ist wie die Nacht. Bis der Tag anbricht. Halleluja! Der Tag zurück. Jesus soll kommen. Weil diese Zeit ist nicht eine Zeit. Wenn wir nicht wie Habakkuk auf der Stadt und zu warten, dann ist es vorbei. Steh auf wie Habakkuk. Ich stehe auf der Stadtmauer. Und ich warte auf die Antwort Gottes. Ich habe die Geduld auf Gott zu warten, dass er mir hilft. Kannst du deine Patience mikolo? Haben wir die Geduld in dieser Zeit? Oh, in das, in dem was wir sehen? Malade. Die Krankheit. Kolobate. Da sagen wir mal nichts. Bongo kufa. Und Tod. Kolobate. Können wir nicht darüber sagen? Kufa kosaka na kute. Der Tod ist überall. Die Kombination. Es ist sogar. Kolobate kufili mutu. Es ist sogar peinlich geworden zu sagen. Die Kombination. Gott ist gestorben in unserer Familie. Warum? Da wir kommen. Weil die Zeit gekommen ist. Geh mal auf. Steh auf. Stadtmauer auf die Antwort kommt. Gott, er soll uns helfen. Gott kann uns nur helfen in dieser Zeit. Okay, du gehst zu den Doktoren, die können dir nicht helfen. Du bist zu Hause, Problem, kein Problem. Und in der Gemeinde sagt, und sie sagt, geht nicht in die Kirche, ihr sollt nicht so viele dort sein. Aber wir Kinder Gottes sagen nicht. Aber wir haben einen. Halleluja! Wir haben einen, der uns retten kann. Es gibt keinen anderen außer Gott. Aber Habakkuk, er sagt, ich habe in 1. Johannes gelesen. Angel Kapitel 5. 1. Johannes 5. Na, wir sind 14 und 15. 14 bis 15. Angel Kapitel 5. 14 und 15. 1. Johannes 5. Bibel Zorba 14 bis 15. Ich lese im Namen Jesus. Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott uns unsere Gebete erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinen Willen entspricht. Und weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete hört, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Er ist, als hätten wir schon etwas erhalten. Mom, bist du da mit einer? Na, Franzi? Angel. Cinq. 14 und 15. Du kannst dich nicht mehr mit dem Thema,
Nanzambe, poto yebite, ayoke la kabiso. Ce qui te sengi makambo oyo ye ayoli. Lokola to yebite ayoke la kabiso, tango nyonso, to senga kaye, to yebipete, to si, to zui nyonso. Ah, halu! Oh, bete la nzambe maboko makasi! Alléluia! 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 Und sie öffnen immer noch nicht.